MD bei herrlichem Wetter. Die Straßenbahn verschwindet und ruckzuck gleich kommt sie neu hinter den Bäumen hervor. In Richtung Bahnhof geht es. Schwupp und schon ist der Bahnhof da. Die Uhrzeit gleich dazu. Naja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Der Zug kommt. Nach Halberstadt geht es. Und ruckzuck sind wir in Halberstadt. Also Kulturbahnhof ist berechtigt in Halberstadt. Aber das hier nicht. Wenn man die Bahnhöfe auf der Strecke nach Halberstadt sieht, kommt das kalte Grausen. Da ist dieser Bahnhof direkt eine Erholung. Mit der Straßenbahn zum Friedhof. Hier wird mal die Strecke angezeigt zum Friedhof. Und die Straßenbahnstrecke geht genau durch das Zentrum des Infernos vom 8. April 1945. Der Domstolz. Schon sind wir auf dem Friedhof. Guckt man nach links, sieht man hier die Strecke. In Richtung Wernigerode, Ilsenburg, Fienenburg, Goslar. So, ein Besuch bei den Ahnen. Überall der Frühling drückt sich durch. Der Grabstein müsste ja auch an für sich mal gemacht werden, denn der ist mehr als 100 Jahre alt und das macht sich schon bemerkbar bei solchen Sandsteinen. Naja, wenn da mal ein strenger Winter kommt, dann merkt man das auch richtig. Und hier mal Alt-Halberstadt, Gröperstraße, mit einer der ältesten Straßen in Halberstadt. Tränketor. Seniorenheim, näher, was wird das kosten? Stolz ist er, der Dom. Man sagt ja, es ist einer der stilreinsten Dome in Deutschland überhaupt. Aber hier, das muss doch wohl mal gemacht werden, ne? Mal ehrlich. Naja, es kann daran liegen, dass der Dom einer Religionsgemeinschaft gehört und die Martinikirche mit der neuen Uhr gehört der Stadt. So sind die Besitzverhältnisse. Herrlich ist er. Die Dompropstei. Und hier alles neu gebaut. Das hat doch wohl Grund. Ja, ein Datum, der 8. April 1945. Genau das Zentrum der Stadt mit den kulturhistorisch wertvollen Häusern wurde bombardiert. Schönes Wochenende. Von den imperialistischen Verbündeten der Sowjetunion. Kann sich einer noch an dieses Aussehen der Martinikirche erinnern? Und hier natürlich Neubau. Ne? Die DDR-Wohnungen wurden abgerissen. Und dann neu gebaut. Ob das einer weiß, weshalb das neu gemacht wurde? Ein Veteranenheim
Und der Turm müsste gemacht werden, hm? So, und dann hier mal völlig andere Gedanken als sogenannter Terrorangriff. Der war's nicht.